Dieses Spiel hier heißt Firewatch und um euch nicht zu verärgern, warne ich euch schon vor. In diesem Video kann es eventuell zu Spoilern kommen. Also falls ihr diesen Titel noch spielen wollt, ohne irgendeine Meinung oder ohne vorbelastet zu sein, solltet ihr eventuell jetzt ausschalten. Für alle die, die sich dafür interessieren, was für Erfahrungen ich mit diesem Spiel gemacht habe und warum Firewatch trotz eventueller Mangel ein sehr gutes Spiel ist, die sollten weiterschauen. Firewatch ist gerade das angesagte neue Indie-Game und gerade der Geheimtipp im Netz. Ja, sogar im Kino durfte ich mir anhören, hey, kennt ihr Firewatch? Ich habe gehört, das soll voll geil sein. Nun, warum erzähle ich euch das gerade? Ganz einfach, ich möchte meine Erfahrung, die ich mit dem Titel gemacht habe, mit euch teilen. Denn trotz nur knapp 3 Stunden Spielzeit, hat das Spiel einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das Spiel wirkt im Trailer erst etwas unscheinbar, sehr stumpf und stupide, doch bereits zu Beginn wurde mir bewusst, es ist kein Holzhack-Simulator oder eine Art Baywatch-Titel, da steckt doch mehr dahinter. Ich wurde zu Beginn mit einem sehr unscheinbaren Prolog begrüßt, welcher sich aber nach 3 bis 4 Mal Klicken immer mehr in eine kleine und recht traurige Vorgeschichte meiner Spielfigur Henry verwandelte. Um euch nicht den Spaß an der Geschichte zu nehmen, will ich hier nicht zu viel verraten. Im Spielverlauf lerne ich Henry immer mehr kennen. Und das nur durch die Konversation über ein Walkie-Talkie mit Delilah. Two Forks Tower, this is Thoroughfare Tower, come in. I know you're there, your lights are on. Einer weiteren Person und quasi unsere Nachbarin. Denn sie sitzt nicht unweit ebenfalls in einem Turm. Delilah erklärt mir den Job der Feuerwacht. Was es bedeutet, immer wachsam zu sein und auf den Wald aufzupassen. Found the fireworks. They didn't even try to hide them. Well, confiscate them. Und so entstand über kurz oder lang eine richtige Bindung mit der Person auf der anderen Seite, die man nie gesehen hat, aber ständig hört. Firewatch lässt einen die Möglichkeit, immer zu antworten, was man gerade für richtig hält, aber es führt einen immer wieder auf den Weg der Emotionen zurück. Es lockt mich mit einer wirklich umwerfenden Geschichte und immer neuen Rätseln, die wunderschön inszeniert waren. Firewatch ist kein Simulator, Horrorspiel oder Actionspiel. Firewatch ist auch kein Game of the Year oder ein Kassenschlager. Aber das muss es auch nicht sein. Firewatch ist eine kurze, aber sehr intensive Geschichte über einen Mann, seiner tragischen Geschichte und wie er versucht, diese aus dem Weg zu gehen. Talk about her, all right? Jeez, must have been a real fuck up. What did I just say? Natürlich erwarten sich viele bei einem Preis von 20 € mehr als 3 Stunden Spielzeit. Doch durch Games wie eben Firewatch wird man in eine neue Spieleerfahrung gezogen, die kein Call of Duty, Need for Speed oder World of Warcraft je erreichen könnte. Ich empfehle dieses Spiel jedem, der sich gerne in eine Welt entführen lässt, Leute, die gerne Serien schauen oder Bücher lesen, Leute, die sich in eine Story fühlen können und sie leben. Ich bin durch und durch zufrieden mit dem Titel und kann ihn für jeden, der etwas Geld über hat und sich 3 Stunden Zeit nehmen will, um sich mit hübscher Grafik und tollen Storytelling den Nachmittag versüßen will, empfehlen. Von der Story abgesehen ist das Spiel auch ein Hingucker, denn selbst mit simpler Grafik ist es möglich, Atmosphäre zu schaffen. Ich habe mich selbst dabei erwischt, wie ich stehen geblieben bin und mir die Sachen deutlich angeguckt habe. Die Atmosphäre ist stimmig und es hat einfach gepasst und das trotz simpler Grafik. Und wenn ein Spiel sowas hinbekommt, dann Hut ab, denn Titel, die weitaus größer sind und viel mehr Grafikanforderungen haben, schaffen es nicht, mich so sehr zu überzeugen
wie so ein Spiel. Warum? Ich kann es nicht sagen, aber es ist nun mal so. Für mich bleibt nur noch eins zu sagen. Im Ernst, das Spiel ist geil! Und wenn ich euch tatsächlich vom Kauf überzeugen konnte, würde ich mich über einen Kommentar sehr freuen, denn mich interessiert eure Meinung ebenfalls. Und vielleicht sehe ich das ja nur alleine so, aber viele große YouTuber und Twitch-Kanäle sehen es ähnlich wie ich. Und ich dachte, ich teile das einfach mal und ja. Sollte euch das Video gefallen haben, würde ich mich natürlich wie immer über ein Däumchen freuen, über ein Abo und ganz wichtig, bei Twitch gerne folgen. Dasselbe gilt für Facebook, da auch bitte ein Gefällt mir. Jetzt habe ich alles aufgelistet und ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tüdelü. Good luck, Henry. You too. Good luck.